Das Tagebuch des Owen Jogger. Ich will heute damit beginnen, Aufzeichnungen zu machen. Meine Nachforschungen treten nunmehr in eine Phase, in der jeder winzige Hinweis von eminenter Bedeutung sein könnte. Langsam beginnt das Haus seine erstaunlichen Geheimnisse preiszugeben. Wohne nun mit Emily, Harold und dem Hund seit fast 3 Wochen hier. Der Lone Hill liegt ein Stück über dem Tal. Der nächste Nachbar ist eine gute Meile entfernt. Um das Haus herum gibt es seltsam verkrüppelte Bäume. Das Gras scheint nicht so recht wachsen zu wollen. Und mir scheint, dass selbst der Sonnenschein bei schönem Wetter hier oben ein wenig düster wirkt. Die Versprechungen, die Oates über das Haus machte, sind wahrhaftig nicht übertrieben. Das alte Gemäuer ist in der Tat recht unheimlich. Und hier in dieser abgelegenen Gegend findet sich genug alte Sagen und abergläubische Überlieferungen, um reichlich Stoff für meine Publikation zu liefern. Das Haus selbst ist eine Fundgrube. In der Bibliothek stehen Unmengen von geheimnisvollen Büchern über Zauberkulte, Sekten, Hexengeschichten und Mystik. Habe von den Dorfbewohnern einiges über die alten Hawthorns erfahren. Der ganze Clan war hier in der Gegend ziemlich verrufen. Da das Haus schon immer einen unguten Ruf hat, war es den Leuten ohnehin nicht geheuer, wenn hier jemand länger als 3 Tage wohnte. Wird wohl bald selber als der Hexenmeister vom Lone Hill verrufen sein. »28. Februar 1922. Außen stürmt und schneit es. Harold war heute im Dorf, um ein paar Dinge für mich zu besorgen. Dabei ist er von den anderen Kindern angegriffen und verprügelt worden. Ich kann nur hoffen, dass sich meine spöttische Schlussbemerkung von gestern nicht allzu schnell bewahrheitet. Habe heute Post von P. erhalten. Meine Kontaktaufnahme mit ihm hat sich gelohnt. Er ist ein wahrer Experte auf dem Gebiet des Okkulten und der Mystik.« Und kennt H.P.L. persönlich. Freilich nur per Briefverkehr. Habe von P. neues Material erhalten, das ich erst sichten muss. 4. März 1922. Das Wetter wird immer schlechter. Wir sind inzwischen wieder eingeschneit. Habe in der Bibliothek Aufzeichnungen gefunden, die über den Lone Hill berichten. Das ist sehr interessant. Demnach hat hier in der unmittelbaren Nähe früher eine Burg existiert. Es muss im 14. Jahrhundert gewesen sein, aber von dieser Burg ist heute nichts mehr zu entdecken. Bei dieser Witterung ist eine Erforschung der Umgebung zwecklos. Werde damit wohl noch bis zum Frühjahr warten müssen. P.'s Berichte über den Hawthorne-Clan sind beeindruckend. Es ist keine 40 Jahre her, dass der letzte von ihnen gestorben ist. Es existieren Gerüchte, dass er irrsinnig geworden sei und sich irgendwo in einer Anstalt das Leben genommen haben soll. Sein Name war Samuel Hawthorne. Ein Porträt von ihm hängt immer noch in der Bibliothek über dem Kamin. 5. März 1922. Heute ist Harolds Geburtstag. Wir feierten ihn bescheiden, aber immerhin mit Kaffee, Kuchen und ein paar kleinen Geschenken. Von Emily bekam er eine kleine Kinderbibel mit Widmung und eine wertvolle und alte Münze aus Silber. Ich schenkte ihm ein Album mit anderen Münzen, da das Münzsammeln sein erklärtes Steckenpferd ist. Meine Münzen jedoch scheinen gegen die eine von Emily nicht anzukommen. Der Kleine liebt seine Mutter sehr. Er baute seiner Silbermünze sogleich ein besonderes Versteck, im hinteren Buchdeckel seiner Kinderbibel. Habe heute Nachmittag noch einmal das Haus von oben bis unten durchstöbert, fand aber nichts Außergewöhnliches. Schätze, dass die Bibliothek einiges an Geheimnissen birgt. Aber um sie zu durchforschen, brauche ich wohl mehrere Wochen Zeit. 7. März 1922. Heute war der Architekt da und er hat sich das obere Stockwerk angesehen. Er meint, die Restaurierung des Hauses wäre sehr kostenaufwendig. Das Stützwerk und die Balken sind schon ziemlich morsch. Nachts knackt es ständig im Gebälk. Emily drängt mich, unser Schlafzimmer nach unten zu verlegen. Bin jetzt fertig mit der Lektüre von P.'s Material. Die Hawthorns haben dieses Haus nicht selber bauen lassen. Es stand schon geraume Zeit unbewohnt auf dem Lone Hill, bevor sie es übernahmen. Über den tatsächlichen Erbauer ist nichts bekannt. Es waren mehrere Bewohner, die vor den Hawthorns hier lebten, doch sie haben es offenbar niemals sehr lange im Haus ausgehalten.
Sir Ascot Hawthorne zog im Jahr 1806 mit seiner Familie hier ein. Sein Sohn Charles übernahm das Haus 1834. Als Ascot starb. 1838 wurde Samuel Hawthorne geboren. Es ist mir noch unklar, ob letzterer der große Mystiker in der Familie war oder ob sich schon sein Vater Charles mit den geheimen Wissenschaften beschäftigte. 1854 starb Charles Hawthorne. Zuletzt lebte er allein mit Samuel im Hause. Und es war die Zeit, da die Gerüchte im Tal und im Dorf blühten. Die Umstände sind ungeklärt, unter denen Samuels Vater verschied. Tatsache ist, dass nirgends ein Grab zu finden ist. Weder auf dem Dorffriedhof, noch irgendwo hier auf dem Lone Hill. Für die folgenden 20 Jahre lebte Samuel sehr zurückgezogen. Eine seltsame, verkrüppelte, langhaarige Gestalt namens Andy erledigte seine Besorgungen. Samuel hingegen sah man niemals unten im Dorf. Irgendwann im April des Jahres 1883, es waren viele Jahre vergangen, kam der schauerliche Gehilfe des letzten Hawthorne ins Dorf gerannt und sabberte unzusammenhängende Sätze, über die heute nichts Genaues mehr zu erfahren ist. Einige beherzte Dörfler folgten Andy auf den Lone Hill und fanden dort den 45 Jahre alten Samuel, aber er sah aus wie 80. Sein ganzer Körper war geschwärzt und er fantasierte wildes Zeug zusammen. Er sprach über ferne Welten, glänzende Splitter eines Auges und über eine schreckliche Gefahr, die der Welt drohe. Das Haus war in desolatem Zustand. 2 Tage später überwies man ihn in die staatliche Nervenheilanstalt, wo er sich nach 3 Monaten das Leben nahm. Fragt man heute die Leute unten im Tal, so versichern sie, dass Sam Hawthorns Irrsinn auf das Haus zurückgeht. Diese Geschichte ist absolut faszinierend. Ich habe bereits Kontakt mit meinem Verleger aufgenommen und ihn auf ein sensationelles Werk vorbereitet. 10. März 1922. Endlich habe ich in der Bibliothek Hinweise auf die alte Burg gefunden. Eine erstaunliche Entdeckung. Wenn ich mich nicht völlig irre, dann ist das Hawthorne-Haus auf dem Fundament der Burg errichtet. Es muss eine kleine Raubritterburg aus dem 14. Jahrhundert gewesen sein, die damals bis auf die Grundfesten niederbrannte. Das Buch, in dem ich diese Informationen fand, ist steinalt und schwer leserlich. Es wird noch einige Zeit dauern, bis ich alles zusammengetragen habe. Emily klagt über Schlaflosigkeit. Harold liegt mit Fieber im Bett und der Hund ist fürchterlich unruhig. Kein Wunder, denn wir sind hier seit einer Woche eingesperrt. Der Schnee liegt draußen über 1 Meter hoch. Habe heute unser Schlafzimmer nach unten verlegt, denn mit dieser Schneelast auf dem morschen Dach ist das Geknarre und das Ächzen des Gebälks in der Tat beunruhigend. Ich bin sehr gespannt, welche Aufschlüsse das Buch weiterhin bringt. Bin sicher, dass hier im Haus ein großes Geheimnis existiert. 11. März 1922. Es ist wahr, das Hawthorne-Haus steht auf den Überresten der alten Burg. Also muss es unter dem Haus einen tiefen Keller geben. Denn ich habe noch nie von einer Burg gehört, die keine Kellergewölbe und Verliese gehabt hätte. Doch im ganzen Haus ist nicht der mindeste Hinweis auf einen Kellereingang zu entdecken. Ich werde mich auf die Suche begeben. Möglicherweise finde ich irgendwo in den Büchern einen Grundrissplan der Burg. Damit könnte ich die alten Keller aufbrechen und wieder zugänglich machen. Dort irgendwo könnte das Hawthornsche Geheimnis verborgen liegen. Das Wetter ist wärmer geworden. Bald wird wohl der Schnee wieder dahinschmelzen. Das ist auch dringend nötig, weil ich hinunter ins Dorf muss, um Grabwerkzeuge und Ähnliches zu beschaffen. Habe heute einen Brief an P. aufgesetzt, denn ich muss ihm meine neuesten Erkenntnisse unverzüglich mitteilen. 11. März 1922. Heute bin ich unten im Dorf gewesen. Die Leute sehen mich seltsam an. Es erscheint mir eindeutig, dass in dieser Gegend noch immer die Sage um den alten Hawthorne lebt und dass es jeder schwer haben wird, der auf dem Lone Hill lebt. Sei's drum, ich werde mich nicht dem ländlichen Aberglauben beugen, schließlich bin ich ein reputierter Anthropologe. Meine Forschungen finden ihren Gipfelpunkt in der Aufklärung des Hawthorne-Mythos und ich habe keine Zweifel, dass mir die Publikation über dieses Thema
die Anerkennung bringen wird, die mir schon lange zusteht. Ich habe den Arzt gleich mitgenommen, denn Harolds Gesundheitszustand ist bedenklich. Und auch Emily scheint krank zu werden. Irgendein hartnäckiger Bacillus will sich bei uns breit machen. Der Mann, Dr. Sutherland, ist ein vertrauenswürdiger Mann. Trotzdem zeigte auch er Zurückhaltung, als ich ihn bat, mich nach Lone Hill zu begleiten. Ich werde wohl noch einiges durchstehen müssen. 12. März 1922. Bin gestern Abend nicht mehr zum Schreiben gekommen, weil sich etliche höchst interessante Dinge ergaben. Zum einen erzählte Dr. Sutherland über das Haus und die Hawthorns. Sein eigener Vater, der früher ebenfalls der Arzt des Dorfes war, kannte Sam Hawthorne persönlich. Sutherland erzählt, dass sein Vater über viele Jahre hinweg beobachten konnte, auf welche schreckliche Weise sich der Geisteszustand Hawthorns zersetzte. Während seiner letzten 10 Lebensjahre neigte Samuel immer stärker zu haarsträubenden Fantastereien, erzählte über eine alte, vergessene Sekte und über eine verfluchte Burg. Und es war sogar dem Doktor neu, als ich ihm erzählte, dass das Hawthorne-Haus möglicherweise auf den Grundfesten dieser Burg erbaut ist. Harold hat Medikamente erhalten und heute Morgen scheint es ihm besser zu gehen. Auch Emily kränkelt nun. Ich habe ihr vorsichtshalber von den gleichen Medikamenten gegeben. Meine Sorge ist der Hund, der sehr fahrig und unberechenbar geworden ist. Habe heute Morgen Fußspuren im Schnee um das Haus herum entdeckt. Vielleicht ist der Hund deswegen so nervös. Die Spuren waren schon fast wieder zugeschneit. Deswegen konnte ich kein Stiefelprofil erkennen, anhand dessen man vielleicht feststellen könnte, wer sich da nachts um das Haus herumtreibt. Es wird wohl irgend so ein abergläubischer Bauernkerl sein, der auf Gespenstersuche ist. März 13. 1922. Freitag der 13. Für mich scheint es eher ein Glückstag zu sein. Habe heute Nacht bis gegen 4 Uhr gearbeitet und verfüge nun über das komplette Material, was die Burg betrifft. Jedenfalls soweit es aus dem alten Buch ersichtlich ist, das ich in der Bibliothek fand. Demnach ließ ein Landgraf um das Jahr 1470 die Burg auf dem Lone Hill errichten. Es war eher ein kleiner Landsitz, nur schwach befestigt und mehr zu Wohnzwecken denn als Festung gedacht. Der Graf verarmte bald und musste seine Burg verkaufen. Sie wurde von einem berüchtigten Rittergeschlecht übernommen. Die Ritter begannen sehr bald damit, die Bauern in der Umgebung zu drangsalieren und zu misshandeln. Die Bauern erflehten Hilfe bei einem Baron, der weiter im Süden residierte, und dieser eilte zu Hilfe. Er zwang mit seinen Soldaten die Raubritter in die Defensive, wobei es ihnen aber nicht gelang, die Burg zu nehmen. So aber zogen sich die Ritter zurück und beschieden sich darauf, hin und wieder Reisende und kleine, wehrlose Dörfer in größerer Entfernung zu überfallen. Doch eines Tages, so erzählten die alten Bücher, überfielen sie einen Zug von Pilgern und fanden bei ihnen sehr seltsame Beute, über die leider nichts Näheres berichtet ist. Sie töteten alle und schleppten das Raubgut auf die Burg. Seit diesem Tage zogen die Ritter nicht mehr auf Beute, und die Bauern der Umgebung atmeten ein wenig auf. Dann, etwa ein Jahr später, brach in Tal eine grauenhafte Seuche aus, die fast die Hälfte der Bewohner niederstreckte. Und von den Rittern war von Stund an nichts mehr zu hören und zu sehen. Schließlich wurde offenbar, dass sich auf der Burg keine Seele mehr rührte, und als ein paar mutige Bauern in die Burg eindrangen, fanden sie alles so, als wären die Ritter nur zu einem kurzen Ausflug aufgebrochen, als könnten sie jeden Moment zurückkehren. Die Tische waren noch gedeckt, ob schon staubig, in den Zimmern lagen Kleidung, Rüstzeug und Waffen. Aber kein Bewohner oder auch nur eine mögliche Leiche wurden entdeckt. Die Knochen von Pferden und Hunden hingegen waren schon längst von den Ratten abgenagt. All diese Tiere innerhalb der Mauern der Burg waren verhungert. Da dies den Bauersleuten nicht geheuer erschien, verließen sie alsbald die Burg, feierten aber des Nachts ein großes Freudenfest. Ein paar Betrunkene müssen dann wohl noch in der gleichen Nacht in der Burg ein Feuer gelegt haben. Sie brannte vollständig nieder. Ich vermute, dass sich in den geheimnisvollen Kellern der Burg, die ja noch immer erhalten sein könnten, jene seltsamen Relikte aus dem letzten Raubzug der Ritter auffinden ließen. Vielleicht gibt es hier den Anfang und die Auflösung des Hawthorne-Mythos. Ich werde meine Suche nach dem Keller verstärken.
15. März 1922. Heute musste ich den Doktor wiederholen. Harold ist wieder einigermaßen auf den Beinen, aber meiner armen Emily ging es sehr schlecht. Das Haus ist ein wenig feucht. Eigentlich sollte ich dafür sorgen, dass meine Frau an einem gesünderen Ort genesen kann. Leider fehlt mir die Möglichkeit dazu. Seit Tagen herrscht ein muffiger Geruch im oberen Stockwerk, so dass ich nun auch Harold hier unten einquartieren musste. Aber heute Morgen wieder Fußspuren um das Haus herum gefunden. Der Kerl, der hier herumschleicht, muss riesige Füße besitzen. Der Hund ist berechtigterweise außer Rand und Band. Ich musste ihn im Billardzimmer einsperren, welches wir nie benutzen. Bekam heute Nachricht von der Bank, dass meine Barschaft nunmehr aufgebraucht ist. Ich werde wohl noch ein wenig Kredit bekommen, aber es wird Zeit, dass ich meine Arbeit beende, um wieder zu Geld zu kommen. Emily hat heute zum ersten Mal offen erwähnt, dass sie lieber von hier fort möchte. 17. März 1922. Emilys Zustand verschlechtert sich. Wieder war der Doktor da. Er konnte nicht erklären, welch seltsame Krankheit Besitz von ihr ergriffen hat. Er riet mir, sie schnellstens von hier wegzubringen. Aber wohin? Ein Krankenhaus kann ich mir nicht leisten. Ich versuche mich, um sie zu kümmern, so sehr ich kann. Sie schläft nun im Gesellschaftszimmer. Der Raum ist durchgehend geheizt und weitestgehend trocken. Habe heute in der Bibliothek einen Hinweis auf einen verborgenen Kellereingang entdeckt. Arbeite fieberhaft. Vielleicht gelingt es mir in den nächsten Tagen, das Geheimnis zu lüften. Mit einer solchen Erfolgsmeldung könnte ich vielleicht meinen Verleger um einen Vorschuss bitten. Harold zeigt sich ungeduldig und überreizt. Er macht sich große Sorgen um seine Mutter. Wenn die Lage noch nicht so verzwickt wäre. Wieder habe ich Fußspuren gefunden. Der Hund scheint langsam durchzudrehen. Wenn sich das nicht bessert, werde ich ihn erschießen müssen. Das Wetter wird wieder schlechter. März 1922. Erlebe heute einen kurzen Glücksmoment, weil ich glaubte, den verborgenen Eingang zum Keller entdeckt zu haben. Stieß aber leider nur auf einen alten Weinkeller. Heute ist der Hund davongelaufen, habe keine Ahnung, wie er aus dem Billardzimmer verschwinden konnte. Die Tür war zwar nicht verschlossen, aber zu. Bisher hat er noch nie Türklinken geöffnet. Emily hustet und erbricht sich. Und Harold wird vor Angst langsam hysterisch. Wieder war der Arzt da, aber ich kann nun auch seine Rechnung nicht mehr bezahlen. Eine ungute Stimmung lastet auf dem Haus. Aber ich glaube, dass ich bald den Kellereingang finden werde. Die Hinweise häufen sich. Wenn mir das gelingt, wird alles wieder gut werden. März 20. 1922. Der große Tag ist da. Endlich habe ich den Zugang zum Keller gefunden. Ein absolut raffiniertes Versteck. Hoffnung keimt wieder auf und Emily scheint es heute ein wenig besser zu gehen. Aus dem finsteren Kellerloch dringt ein seltsamer Gestank herauf. Und ich musste heute Nachmittag erst noch einige Werkzeuge und Lampen besorgen, bevor ich mich dort hinunterwage. Doch die Lösung des Rätsels steht bevor. Werde noch heute an meinen Verleger schreiben und um Vorschuss bitten. Nur noch ein paar Wochen Zeit. Und alle Probleme sind gelöst. März 20. 1922. Letzte Nacht bin ich hinuntergestiegen. Es war in der Tat schauerlich. Die schmalen Stufen führen tief hinab und man gelangt in einen kleinen Raum, in dem nichts als ein rechteckiger Felsblock steht. Einen weiteren Weg gibt es nicht. Der Gestank dort unten ist überwältigend. Ich befürchtete schon, dort irgendetwas Verwesendes zu finden. Doch der Raum ist kahl. Doch so viel scheint klar. Der Weg muss von hier aus weiterführen. Denn wozu sollte wohl sonst ein solcher Raum nützlich sein? Tief unten müssen große Gewölbe liegen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich zu ihnen vorstoße. Heute am Tage habe ich wieder Spuren gefunden. Diesmal war es in der Nacht windstill, sodass die Fußstapfen nicht verweht wurden. Ich muss sagen, ich war bestürzt, als ich sie genauer betrachtete. Es muss sich um irgendein Tier handeln, denn es sind nicht die Abdrücke von Schuhen oder Stiefeln. Allerdings habe ich noch nie ein Tier gesehen, das solche Spuren hinterließe.
Es muss drei seltsame Zehen besitzen und ziemlich groß sein. Die einzelnen Abdrücke sind über 40 Zentimeter lang. Kein Wunder, dass der Hund so verrückt war. Trotz meiner Erfolge will Harold weg von hier. Ich musste ihn besänftigen und ihm in Aussicht stellen, dass ich bald genug Geld haben werde, um uns ein anderes Domizil zu verschaffen und seine Mutter in ein gutes Krankenhaus zu bringen. Es geht ja ein wenig besser. Allerdings ist sie sehr hinfällig und muss gepflegt werden. Seit ich den Keller geöffnet habe, hat sich dieser scheußliche Geruch im Haus festgesetzt. Ich muss sagen, dass ich eigentlich auch bald wieder von ihr fort möchte. März 1922. Komme mit dem Geheimnis des Kellers nicht weiter. Habe dort drunten eine ganze Nacht bei Kerzenlicht verbracht und hoffte auf eine Eingebung. Doch außer dem scheußlichen Geruch, der Gott sei Dank an Intensität verloren hat, wurde mir keine Wahrnehmung zuteil. Ich untersuchte die Wände und den Boden, diesen seltsamen Steinquader und alle möglichen Ritzen, doch ich konnte nicht den geringsten Hinweis finden. Am Abend musste ich den Doktor holen, denn es ging Emily abermals sehr, sehr schlecht. Sie musste wieder erbrechen und hat einen ekelhaften Hautausschlag bekommen. Dr. Sutherland schüttelte nur noch den Kopf. Er hat nicht die geringste Vorstellung, welche Krankheit sie hat. Ich habe viel zu lange gezögert, sie von hier fortzubringen. Dieses verfluchte Hawthorne-Haus. Manchmal komme ich mir schon vor, als wäre ich von der Idee geradezu besessen, diesem Spuk auf die Spur zu kommen, und würde dabei meine Familie völlig vergessen. Ich habe mich nun dazu entschlossen, Emily von ihr fortzubringen, denn ich kann die Verantwortung für ihre Gesundheit nicht länger tragen. 26. März 1922. Die Zeichen stehen schlecht. Habe Antwort von meinem Verleger erhalten. Vorschuss ist zurzeit nicht möglich. Emily geht es immer schlechter. Ich habe den Doktor nochmals hergebeten und ihm um Hilfe ersucht. Er meint, dass Emily nicht transportfähig wäre. Er gab ihr nun mehr starke Arzneien und befahl mir, ständig in ihrer Nähe zu bleiben. Ich solle mir keine Sorgen wegen der Rechnung machen. Die Gesundheit von Emily wäre derzeit das Wichtigste. Bin dem Mann sehr dankbar. Immer noch kein Erfolg im Keller. Fühle mich überreizt und abgespannt. Emily sieht furchtbar aus. Es wird ihr doch nichts Schlimmeres geschehen. 29. März 1922. Der Schnee ist fast weggetaut. Machte heute einen kleinen Rundgang und entdeckte den Kadaver des Hundes. Er war abscheulich zerfetzt. Muss herausfinden, welches Tier sich hier herumtreibt. Vielleicht kann es auch uns gefährlich werden. Mit meinen Nachforschungen komme ich augenblicklich überhaupt nicht weiter. Habe mir überlegt, auf welche Weise ich zu Geld kommen kann. Emily muss schnellstens in ein Krankenhaus, und ich selbst bin schon so weit, dass ich beim Krämer unten im Dorf anschreiben lassen muss. Die Situation hier im Haus ist derart verworren, dass keiner mehr so recht zurechnungsfähig ist. Harold hatte beinahe Petroleum getrunken, weil er die Flaschen verwechselte. Da ich überdies kein Geld mehr und nur noch sehr wenig kostbares Petroleum für meine Funzel besitze, habe ich es im Weinkeller in eine alte Flasche von 1896 abgefüllt und versteckt. Ich hoffe, dass der Feuerstein meines alten goldenen Feuerzeugs noch hält, damit ich die Funzel entzünden kann. Ich lege es jetzt immer auf den Kaminsims im Gesellschaftszimmer, der so hoch ist, dass Harold nicht hinaufreichen kann. 30. März 1922. Habe gestern Nacht in einem regelrechten wütenden Anfall nochmals das ganze Hawthorne-Material durchgesehen. Aber ich fand nicht den geringsten Hinweis, was es mit dem stinkenden Keller doch auf sich haben könnte. Ständig grinst mich Sam Hawthornes Gesicht hämisch an, wenn ich ratlos zu ihm hinaufsehe, dort, auf seinem Porträt, das über dem Kamin in der Bibliothek hängt. Mir ist immer noch keine Lösung meiner Geldprobleme eingefallen. Aber es wird Zeit, dass etwas passiert. Das Gesicht, das ich heute Morgen im Badezimmerspiegel erblickte, sah kaum noch aus wie Owen Jugger. Bartstoppeln, rot gerändete Augen und ein bleiches Gesicht, gezeichnet von Sorge und Überanstrengung. Harold ist apathisch und Emily scheint nicht genesen zu wollen. 1. April 1922. Emilys Zustand ist alarmierend.
Harold hat Dr. Sutherland eilends aus dem Dorf zu uns geholt. Er versucht nun, sie mit harten Medikamenten vor dem Schlimmsten zu bewahren. Doch trotzdem scheint sie vor unseren Augen zu zerfallen. Oh mein Gott, welch mörderisches Ding sitzt nur in ihr! Sollte dies das grauenvolle Geheimnis des Hawthorne-Hauses sein? Ich bin völlig verzweifelt. 3. April 1922. Gestern Nacht ist Emily gestorben. Ich kann es nicht fassen. Mein Gott, welches Schicksal ist mir nur zugewiesen worden? Harold weint seit vielen Stunden. Der Arzt kann ihr unaufhaltsames Dahinsiechen. Nicht erklären. Alle Hoffnung auf den großen Erfolg ist dahin. Meine Familie ist zerstört. Harold redet nicht mehr mit mir. Ich denke, ich werde morgen mit dem Jungen in den Zug steigen und bei meinen Eltern um Aufnahme bitten. Aber sie hätten recht, wenn sie mich zurückweisen würden. 6. April 1922. Dieses wird nun die letzte Eintragung in diesem Tagebuch sein. Ich sitze allein im Zug. Harold wurde vorgestern von den Behörden losgeschickt. Er ist nun bei seinen Großeltern. Ich selbst wurde heute aus der Untersuchungshaft entlassen. Aber ich habe wohl einen Prozess zu erwarten. Dieses verfluchte Haus! Meine Zukunft sieht düster aus. Der Anwalt, der mir zugewiesen wurde, rechnet mit einer Gefängnisstrafe für mich. 1 oder 2 Jahre. Meine Karriere als Wissenschaftler ist dahin. Ich bin ein Gestrandeter ohne Zukunft, ohne Heim und Familie.